Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Wir stehen hier immer noch vor diesem Männerhöhleneingang, sind bei der Quest Schuld und Sühne und sollen jetzt hier einen Zugang zu diesem Eingang finden. Den einzigen Hinweis, den wir auf den Code bekommen haben, war diese Internetseite, die wir letztes Mal schon aufgerufen haben. Ich habe sie jetzt gleich mal wieder aufgemacht. Und dann gucken wir mal. Das ist ein Blogger, der das hier schreibt und wir gucken einfach mal, was es hier so gibt. Sam Creek kommt nach Solomon Island. Okay, was gibt's denn noch? Cover of upcoming novel. Ach so, das ist das neue Buchcover von ihm. The Sam Creek Breakfast Special. Aha, was er frühstückt. Sam Creek going to Hollywood. Ich lese das alles nur so ein bisschen quer. Ich werde es jetzt nicht komplett vorlesen, sondern ich lese wirklich nur mal quer, um zu gucken. To Zeus who pulls the strings. Okay, The Hidden World. Da hat er ja drüber geschrieben. Ja, genau. Da steht auch nochmal was über The Hidden World. The Cult of Optimism. Huch, was haben wir da denn? My favorite covers. Ach so, das sind die Buchcover. Are Sam Creek and Stephen Bachman the same author? You know you're obsessed when you eat a Sam Creek breakfast every day. You've gone through his trash, okay? Your four-digit security codes all come from his books. Ah, okay, also vierzeilige Codes kommen anscheinend von den Büchern von Sam Creek. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, was haben wir denn hier so? Na, das ist aber auch hier ein bisschen klein, der Browser, muss ich ja mal sagen. Da steht Full Size. Ach so. Okay, da stehen jetzt keine Zahlen drauf. Das ist schlecht. Ach doch, da sind ISBN-Nummern drunter. Okay. Natürlich die Frage. Also wir probieren mal die hier dann aus. Vier Ziffern. Oh, dann machen wir uns den Panel mal wieder auf. Alles klar. Vier Ziffern. 9780. Na, das war's schon mal nicht. Ach, da kann ich jetzt ja lange probieren. Dann probieren wir die letzten vier. Ich probiere jetzt erstmal immer die ersten und die letzten vier. 8. 2, 1, 3. Nein. Okay, dann nehmen wir das nächste Buch. Weil so mittendrin, das wäre natürlich schon putututu. Okay. 9780, war das hier nicht auch gerade schon? Ja, dann ist das das nicht. Dann werden es die letzten sein auf alle Fälle. 8, 2, 2, 0. Nein. Alles klar. Acht, zwei, drei, sieben. Acht, zwei, drei, sieben. Ah, ja. Wunderbar, haben wir es aufgekriegt. Dann mal rein da. Hinein in den Keller. Ja, ich möchte die Männerhöhle betreten. Bitte. Was auch immer eine Männerhöhle ist. Aber so ein ISBN-Code als Code zu nehmen, da finde ich schon sehr clever eigentlich. Da kommt ja kein Mensch drauf. Auf die Akten des Informanten zugreifen. Wo sind wir denn hier? Ach, das soll eine Männerhöhle sein. Ach Gott, da hat er die. Das ist ja nett. Da hat er die nochmal aufgehangen, die Bilder. Ach du liebes bisschen. Sam Creek, Sam Creek, Sam Creek. Hat er auch andere Bücher noch gelesen? Sieht schlecht aus, ne? Ich gucke mich hier jetzt erstmal um. Vielleicht gibt es hier noch eine Lore oder so. Hängen nochmal die Covers, nochmal die Bücher. Licht brennt, Pizza. Pizzakartons und Bücher, okay. Und eine Waschdings. Fahrrad ist er wohl gefahren. Aber sonst hat er wohl nicht viel gemacht. Na dann, gucken wir mal hier. Computer benutzen. Computer online. Passwort eingeben oder mithin Passwort-Hinweis erfahren. Oh Gott, wir lassen uns mal einen Hinweis geben. Das Foucault'sche Pendel, gebunden, Deutsch 1989. Oh Gott, also machen wir den Browser mal nochmal auf.
Das. Vor. Ach so. Ach so, jetzt schreibe ich da und da. Na, das ist ja auch gut. Vor. Kaulsche. Pendel. 1989. Gucken wir mal. Da. Wikipedia. Na, dann gucken wir erstmal. Ach, hier gibt es ja keine Dings wieder. Okay, gebundene Ausgabe. Ja, wir gucken mal. Der Roman erschien. Okay. Handlung. Ach du Scheiße. Ach, das kann ja jetzt alles Mögliche sein. Ach du liebes bisschen. Gut, der hat ja nun einen leichten Fetisch für Zahlen, ne? Dann würde ich sagen, suchen wir uns da auch mal die ISBN-Nummer bei Amazon. Okay, kann man die hier irgendwo sehen? Bestimmt, oder? Ah, wo gibt's denn hier die ISBN-Nummer? Tum, 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 tum. Da, ISBN-Nummer. Oh Gott. Okay, dann probieren wir mal aus. Da haben wir gleich zwei Stück. 3, 4, 4, 6, 1, 5, 3, 9, 5, 0. Ah, ja, na, das war doch einfacher als gedacht. So, und was steht denn hier? Willkommen zurück, Sam Creek Rules. Ach du Scheiße. Ihre Anfrage auswählen. Ah, der hat jetzt da verschiedene Sachen. Eins, Kingsmouth. Solomon Islands Magnet für schmutzige Seelen. Gibt es andere? König Artus Fibron, Dinge, die Schwellung im Mund verursachen. Okkulte Ambitionen und die Unruhe des Bodens füttern einander wie fremdartige Korallen, wie Akne und Depressionen. Perfekt für Illuminatendoktrin. Maximaler Einfluss, minimale Enthüllung. Vergessen auf der Flucht nach New York. Geschäftsorientierung von Kommunisten infiltriert, Macht der Insel nicht verblasst, verschlingt und vereitert. Die Akademie. Was hat er denn da so Schönes aufgeschrieben? Gegründet 1798 als Privatinternat. Fassade für etwas. Schmuggel der Geschenke des Teufels. Finanziert von russischen Prinzen. Geführt von den Illuminaten. Rituale in jedem Lehrplan. Wieder aufgebaut 1850 nach dem großen Feuer. Wieder aufgebaut 1904 nach dem Erdbeben. Wieder aufgebaut 1947 nach der Explosion. Sowjets wollten sie zurück. Gefürchtete Leichtathletikmannschaft des Bundesstaates. Das sind auch diese ganzen Zombie-Jogger, die uns hier unterwegs begegnen. Henderson Farm. Ach, da waren wir ja auch schon. Henderson hatte Talent für schmerzhafte Künste, immer ruhelos, düster, empfindlich, sagte sich von okkulten Kreisen los, um Farm zu bauen. Warum? Tod des ältesten Sohnes 1904. Selbstmord der Ehefrau, Trauerphase, verstärkte Beschäftigung mit Nekromantie. Thanatologie, ägyptischen Riten, beide Töchter gestorben, Wahnsinn und Schwermut, Abgang mit Rasierklinge. Okay, was schreibt er denn zu Sam Creek, ne? Geboren am 11. September 1951, Geschichtslehrer, dreimal verheiratet. Anne-Marie Ellsworth verließ ihn 1983. TV-Star Bobby Mann verließ ihn 86. Dritte Frau, Elizabeth Galvin, starb 2002 am Brustkrebs. Schreibt Briefe an seine tote Frau. Mag Kaschmir, hasst Kanadier. Aus Montreal. Okay, da gab es doch noch irgendwas zum Schwarzen Haus, ne? Das würde mich noch interessieren. 1974 erbaut von Carrie Killian, alleinstehende Frau aus Miami, hat vielleicht in Minsk gelebt, Einheimische von ihren Künsten abgestoßen, Gerüchteküche, Volk mit Fackeln, Fenster und Türen verrammeln. Wir haben sie in jener Nacht verbrannt. Jetzt machen Jugendliche in Innsmouth dort Party. Okay, alles klar. Na gut, da hat er einfach so ein paar Informationen gesammelt. Wir senden mal unseren Bericht. So, John Anderson. Jetzt wissen wir also, wer dieser Mann war. Wir wissen, wo er gewohnt hat. Wir wissen, wie er aussieht. Und am wichtigsten, wir wissen, dass er zu viel weiß. Bäh. Ich hasse diese Verweise auf die Illuminaten in Kellern. Vor allem, wenn sie gar nicht so falsch sind. Außerdem natürlich die ganzen Kalter Krieg-Paranoia. Die Roten sind mit Ivan Drago untergegangen. Wir haben Anlass zu der Annahme, dass Anderson die Insel kurz nach dem Treffen mit Creek verlassen hat. Wir müssen ihn aufstöbern und herausfinden, wie viel er wirklich weiß. Der Blog bleibt bis auf Weiteres online. Vielleicht versucht er ja, sich anzumelden, wo auch immer er gerade sein mag. Zusatzinfo, auch ein KG-Frühstück. Okay.
Ja, das war dann schon die Quest Schuld und Sühne. Das ging ja doch dann relativ zügig noch. Oh, wir verteilen mal Punkte, bevor wir hier wieder rausgehen. In unsere Pistolieros können wir hier noch was stecken. Die kaufen wir. So, und dann fehlt uns hier im inneren Kreis tatsächlich nur noch Hammer. Ich habe auch noch nie Hammer gespielt. Ich stecke jetzt hier die Punkte nur der Vollständigkeit halber rein. Und wenn ich damit dann fertig bin mit meinen inneren Kreisen, dann fange ich an, gezielt zu skillen. Für die Skillung, die ich denn haben möchte. Das wird halt Schwertchaos sein, auf jeden Fall. So. Ja, dann haben wir nur noch drei Pünktchen. Dann müssen wir wieder warten. Okay. Aber haben wir doch schon einige Punkte noch machen können. Da haben wir jetzt auch sieben Stück. Das ist gut. Da können wir Pistole stecken wir hier nochmal rein. Dann sind noch vier übrig. Und die würde ich als nächstes. Hammer lasse ich jetzt mal noch weg. Ich würde die gern in Chaos stecken. In Schaden. Ja. Okay. Alles klar. Dann mal raus hier. Jetzt waren vor dem Leuchtturm noch zwei Quests gelegen. Die wollte ich eigentlich ja zum Abschluss vom Leuchtturm machen. Ja, ich glaube, da schlappen wir jetzt dann auch mal hin und gucken mal. Und schauen mal, ob wir die Quests machen. Wir könnten natürlich auch einfach direkt zur Akademie wandern. Weil der Sam Creek, der hatte jetzt ja keine mehr für uns. Und. Ja, warte jetzt. Lass mich mal auf meine schlaue Map hier gucken. Oh, was ist das denn? Ach, da ist ein großes Tier auf dem. Na, sag schon, auf dem Spielplatz da vorne. Das ist ja mal nicht schön. Ja, nun. Und ja, du auch. Also sag mal, du hast aber hier. So. Ja, jetzt gucke ich mal auf meine Karte. Der olle Leuchtturm ist natürlich jetzt am Hintern der Welt. Die Akademie ist wesentlich näher. Ich glaube, dann gehen wir mal zur Akademie, lassen die Nebenquest sein und bewegen uns mal zum nächsten Punkt des Questens. Übrigens auch sehr cool da in der Akademie. Gefällt mir da echt ganz gut. Ich laufe die Zombies dann jetzt ab, die ich pullen werde, denn ich werde welche pullen, garantiert. Brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird passieren. Wir machen uns auf dem Weg zu der Akademie, wo die Illuminaten unterrichtet hatten und das noch tun, glaube ich. Und da müssen wir noch das Buch abgeben. Wir hatten bei der Quest vom Kürbiskopf ganz am Ende vom Feld, da lag ein Buch rum mit so Buch über arkane Künste war das. Und das sollen wir hier wieder zurückbringen. Irgendwie leckt es heute. Ich verstehe gar nicht warum. Das ist ja merkwürdig. Okay, es laggt halt. Ja, das ist immer diese MMOs mit ihren Lag-Problemen. So, hier sind wir in der Akademie. Da gehen wir auch rein. Upsala. Wenn wir reingelassen werden. Anima-Aufladung benutzen. Okay. Man sieht auch unschwer, dass die Illuminatenzeichen hier überall rumfliegen, glaube ich. Da oben ist ein Geist. Mit weißem Kleidchen. Was macht die junge Frau denn da? Steht da rum? Na, wo sollen wir das Buch denn hinbringen? Hier anscheinend. Oh, hier ist eine Lore. Eine Lore. Lore. Das nehmen wir natürlich mit. So, wo soll ich das Buch denn hinlegen hier? Hier, das Buch benutzt da. Genau, das Arcane-Buch zurückbringen. Haben wir getan. Sehr schön. Da schießt einer aber fleißig. 100 Missionen haben wir schon abgeschlossen. Wow. Das ist viel. Okay. Wir gehen jetzt natürlich hier nicht zu. Machen hier nicht die Dämmerung einer endlosen Nacht weiter, weil das machen wir wieder ganz zum Schluss hier. Bitte in den Gängen nicht rennen. Ja, bitte in Sie den sind Gängen ziemlich nicht rennen. unsicher. Sie Und müssen ihr sich seht schon, hier sind viele gefälligst Quests. 1, 2, 3, entfernen. 4, 5, 6, 7 Stück. Was natürlich schon massig ist. Und ich würde sagen, oh Gott, das ist dann aber ein sehr kurzer Part, ne? Fangen wir noch eine Quest an? Machen wir das nicht? Ich weiß es auch nicht so genau. Zack. Ich glaube, eine Quest machen wir, dann haben wir halt wieder ein bisschen Überlänge, aber besser als wenn wir hier zu kurz sind. Wir nehmen die von Annabelle Usher. Das Freizeitzentrum wird fallen. Keine Sorge, Sie stören keinen Elternabend oder so. Ich bin hier Medizinmann, sozusagen.
Ich bin dafür zuständig, den Kindern Verantwortung beizubringen für das Gleichgewicht von Leben und Tod. Geben und Nehmen. Im Moment ist der Lehrplan komplett im Eimer. Ein gewaltiger Rückschlag für uns alle. Todesfälle im Fachbereich führen stets zu unangenehmen Fragen. Danke fürs Aufmuntern, HJ. Nach der letzten Aufmunterung durch Mr. Montag hatte ich ein Semester lang Albträume. Sei's drum. Sie sind sicher draußen schon einigen Vertrauten der Schüler begegnet? Sie sehen schrecklich aus, aber naja, das war bei Ihren ersten Schulprojekten sicherlich nicht anders. Wenn die Kinder Sie nicht gut im Griff haben, dann werden Sie wild. Am Ende drehen Sie völlig durch und dann wird die Lage noch unangenehmer. Ich wünschte, man würde anders mit Ihnen fertig werden, aber... Meine Empfehlung ist ein schneller Hieb zur Enthauptung mittels eines Spatens. Feuerwehräxte neigen leider dazu, von den Wirbeln abzugleiten. Schon mal ausprobiert, ja? Ein Lehrer ist nur so gut wie sein Werkzeug. Ja, der ist schon ein bisschen freaky, der Mr. Montag hier. Okay, Sparring-Partner sollen wir töten. 5 Stück. Das machen wir natürlich auch. Na, dann schauen wir doch mal. Wo haben wir denn welche? Hier sind wir doch schon. Wahnsinniger Vertrauter. Ach, das... Ja, okay, das sind die wahrscheinlich. Okay. Huch, der ist auch schon tot. Na? Hallo, ich möchte hier jemanden töten. Hallo? Na hier, das sieht doch so aus. Na dann. Na, ob das die richtigen sind? Ich weiß das gar nicht so genau. Schauen wir mal. Die könnten auch draußen sein, ne? Also ich schaue jetzt erstmal hier. Die sind es auf alle Fälle nicht. Egal. Dann gehen wir mal draußen gucken. Schauen wir mal. Sparring Partner. Was haben wir da denn? Ah ja, das sind die richtigen. Okay, die sind auch ein bisschen... Das sind keine so eine 3-Punkte-Möpschen. Ja, dann fangen wir mal an hier. Und machen die mal kaputt. Die Quests hier finde ich übrigens echt sehr schön. Die sind auch komplett im Gebäude oder um das Schulgebäude rum. Ich glaube, die führen gar nicht großartig runter. Eine Quest führt, glaube ich, ein Stückchen weit runter, aber nicht sehr viel. Das heißt, hier kann man echt ganz gut vor sich hin questen. Das funktioniert hier ganz gut und das ist schon in Ordnung. Ich finde die Quests hier sowieso insgesamt ganz schön. Einige, oh, da liegt eine Lore. Einige wurden nachträglich dann reingepatcht, die Kater oder wie die heißt, also von dem Mädel, entfesselt auf alle Fälle eine. Also von dem Mädchen, was da mit ihrem blutigen Overall lag. Die wurde mal nachträglich, das gehörte mal zu irgendeiner Issue dazu. Aber das ist, glaube ich, noch frei für alle. Ich glaube, die musste man nicht extra kaufen. Da gibt es ja noch einige. So, hier, die Lore nehmen wir mit. Das war Nummer 2. Renn mal nicht weg hier. Komm her. Ich muss dich kaputt machen. Es tut mir sehr leid. Also eigentlich tut es mir gar nicht leid. Na komm schon. Also so schwer sind die auch nicht. Also ich habe die Quests hier irgendwie alle immer ein bisschen schwieriger in Erinnerung. Das ist aber, als ich angefangen habe, hier zu spielen, da war mir das mit den Skillungen halt auch alles noch fremd und da war das alles noch etwas irgendwie komplizierter. Ich weiß auch nicht. Wenn man das jetzt so das zweite Mal macht, ist das irgendwie nicht so schwierig, wie man es in Erinnerung hatte. Na, was habe ich denn jetzt gepult? Nix. Doch. Oh, 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 oh. Die sehen aber nicht gut aus. Nee. Nö. Nö. Ja, sehr schön. Die brauchen wir dann ja auch nicht, ne? Also das müssen wir uns ja auch nicht antun. Da stehen halt 2, ne? Ich glaube, 2 ist dann schon ein bisschen knackig. Hier, da ist noch ein Einzelner. Das ist vielleicht besser für uns. So. Ich meine, man muss es sich ja nicht unnötig schwer machen, ne? Muss ja nicht sein. Obwohl das bestimmt gehen würde, 2 kaputt zu machen. Also ich vermute, dass das ganz gut funktioniert trotzdem. Aber... Nee, nee. So, jetzt fehlt uns noch einer. Ist das auch einer? Ja, das ist auch einer. Schönen guten Tag. Komm mal ein Stück hier rüber. Na. Oh, die kreischen aber, ne? Das klingt aber komisch hier. Mysteriös.
Ja. Na, warum haut denn der mich so doll eigentlich? Das finde ich auch schon ein bisschen unhöflich. So. So, Anschauungsmaterial und Spukgestalten sollen wir als nächstes töten. Ich glaube tatsächlich, dass wir das im nächsten Part dann machen. Ich stelle mich jetzt hier mal sicher in die Schule hinein, damit ich nicht gefressen werde und so. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, ciao!